Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Diskutiere nicht darüber. Alles, was du dir vorstellst über Allah Ta'ala, ist nicht so. Und das Problem in unserer Zeit, dass wir, und ich rede auch über mich, den Fehler habe ich auch begangen, in den jüngeren Zeiten meiner Dauer, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe und dass ich das auch den Jugendlichen weitergegeben habe. Aber am Ende, nach ein paar gezählten Jahren, habe ich gesehen, wie diese Jugendlichen mich danach beleidigt haben. Und mich danach als Irregehender bezeichnet haben. Und dann gesehen, ich habe dann gesehen, das sind meine Produkte. Ja, wie kommt das? Und dann stellte ich mich unter die Lupe und sage, irgendetwas in meinem Diskurs ist falsch. Und dieses Etwas war diese Auswahl der Themen. Was geben wir unseren Zuhörern? Was geben wir ihnen? Was ihnen aufbaut oder was sie zerstreut? Und welche Aqida geben wir mit welcher Methodik? Und deswegen kommen wir auch dazu. Die Methodik, das Wichtigste, Ikhwan, in Aqida ist, dass du am Ende einen Jugendlichen produzierst, in Klammern, der rein im Herzen ist und sauber ist. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم التزكية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق دي Läuterung der Seele, dass du daraus einen jungen Mann und junge Frau, die rein in ihren Herzen haben. Was tragen sie in ihren Herzen? Deswegen, statt diese philosophischen Auseinandersetzungen in ihren Herzen einzupflanzen, pflanzen wir vielmehr Barmherzigkeit gegenüber allen Geschöpfen der Welt. Milde gegenüber allen Menschen. Frieden in der Zunge. Frieden in den Taten. Frieden in den Handlungen. Das ist die Aqida des Islam. Das ist die Aqida des Islam. Und wenn wir Allah nach seinem Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim anbeten, dann müssen wir selber Ruhama sein. Stimmt? Ar-Rahimun, Yarhamuhum Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, irhamukum man fil sama. Man satara musliman, satarahu Allah. Wa man yassara ala muslim, yassara Allahu alayhi. Diese Verbindung zwischen deinen Eigenschaften und die Eigenschaften Allahs. Alles, was zu Allah gehört von den Eigenschaften, sollen wir ja, Ikhwan, in unseren Eigenschaften auch projizieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis geben. Möge Allah uns von den schlechten Verständnis, von dem schlechten Verständnis befreien. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.